Ja, liebe Leute, heute ein bisschen im Stress. Herzlich willkommen zurück, erstmal zurück zu Fuck bei New Dawn. Wir machen heute weiter mit dem mir und dem René. Und Hi Leute. wir sollen heute, oder du willst heute einen Außenposten übernehmen. Ja, wir müssen, wir brauchen Ethanol. Das Okay, ist, ja, um wir die brauchen Verbesserung. dringend Ethanol, um die Verbesserung Dann lass rauszubringen. mal einen. Ich glaube, ich habe schon einen auf der Karte markiert. Das sieht Ja, zumindest stark das nach sind aber Außenposten 1200 aus. Meter, das heißt, wir müssen brauchen ein Auto. Brauchen. Warte mal. Kurz, Fernseher will sich wieder abschalten. Okay. Ja, bitte. Fahrzeug wird geliefert. Fahrzeug ist geliefert. Ah, schon? Sehr gut. Ja, ich war schon dran im Menü. So. Einmal frei Fahrersitz, bitte. So. Let's go. Kann sein, dass das jetzt hier ein paar kürzere Folgen gibt. Hat auch seine Gründe. Partner wurde entdeckt. Achso, da waren wieder Feinde draußen. Ja, in der letzten Folge hatten wir ja den Angriff auf Prosperity, wo die Highwaymen meinten mal, unser Lager angreifen zu müssen. Die Drecksäcke, ey. Ja. Die gönnen einem gar nichts, ne? Ja. Genau, und davor war die erste Expedition. Die Folge, die ist heute rausgekommen. Ich muss auch sagen, die Highwaymen sind in der Far Cry-Reihe die ersten Bösewichte, mit denen ich nicht sympathisiere. Na Ich gut. weiß nicht. Von 3 bis zu 5, jeder Bösewicht. Gut, Primal hat ja keinen richtigen Bösewicht. Aber mit jedem Bösewicht wollte ich zusammenarbeiten. Ich wollte nicht die gute Seite spielen. Außer hier bei New Dawn. Ich mag die Highwaymen nicht. Ich kann die nicht leiden. Das sind Wichser. Ist einfach so. Die machen den ganzen Tag nichts anderes, außer andere Leute abfangen. Was soll das denn? Ja, das ist auch normal bei Bösewichten, habe ich das Gefühl. Ja, aber wenn ich mir dann so. Zum Beispiel, gut, du hast die anderen Teile nicht gezockt, deswegen will ich da nicht so viel drüber reden. Kommt ja noch. Aber der fünfte, genau, die kommen ja noch, deswegen. Aber der fünfte, das ist ein gutes Beispiel. Du hast halt als Bösewicht hast du die Familie Seed. So, warum sind die böse? Was tun die? Die tun gar nichts, außer ihren Scheiß machen. So, und nur weil halt andere Leute nicht mitmachen wollen. Es ist halt Oder eine. mehr Ja, Leute gut, nicht es ist dann mitmachen auch. wollen als. Es ist halt eine Sekte. Ja. Okay, aber lass die doch einfach in Ruhe ihr Sektending machen. Ich meine, die hatten ja sogar recht, wie man hier sieht, ne? Also ich wollte mich den Peggys immer anschließen. Vor allen Dingen hat der jo Joseph Seed mit den ganzen Sachen, die er so erzählt, gar nicht mal so Unrecht. Stimmt wohl, ja, Das manchmal. ist das. Der predigt ja im Prinzip die ganze Zeit nur, dass man nicht so auf sein Konsumgut achten sollte und nicht mit Dingen angeben sollte, sondern eher sich gegenseitig helfen sollte, anstatt sich niederzumachen, weil der eine weniger hat als der andere oder man nicht darauf achten sollte, was man Brauchst anhat, die Form? sondern dass man Kleidung überhaupt hat und dann willst du sowas predigt der die ganze Zeit. Also, wenn ich ehrlich Wie ist das? bin, ich fand Face eigentlich ganz cool. Die Face ist die coolste von allen. Ich fand die auch wirklich extrem hübsch. Also Ich wollte gerade sagen, das hat mir leid ich bin so ein getan, dass bisschen man die verknallt töten in die Film. musste. Ja gut. Ja, mir auch, ich wollte die nicht töten. Ich bin echt so ein bisschen. Das heißt, verknallt, weißt du, was ich meine? Aber dann ist halt so, keine Ahnung. Ich will die einfach nur in den Arm nehmen und sagen, alles muss gut, Face. Ja, da ist wieder ein Transporter. Oh, wir müssen ein bisschen aufpassen. Darf ich den nicht Ich hoffe, hochjagen, wir den haben den. LKW? Ne, wäre schlecht. Eigentlich sollten wir den sogar besser zurückfahren. Oh, ich repariere den mal. Oh, knapp. Tut dir keine Zivilisten, ich dachte, es wären Gegner gewesen. Achso, du hast ihn erschossen, okay. So, sollen wir den eben zurückfahren? Das gibt auch wieder Ethanol. Ja, kann man machen. So. Ich weiß gar nicht, wie das in anderen Ubisoft-Spielen aussieht, aber mir fällt das gerade wieder extremst auf, wo ich in den Spiegel gucke. Irgendwie kriegt Ubisoft das in den Far Cry-Spielen hin, nicht hin, vernünftige Spiegel zu machen.
mit keinem Spiegel kann man nicht spiegeln. Nimm weiter den Fahrzeugen jetzt. Ja, ja. Okay. Aber allgemein den Spiegel. Ja gut, es wären ein paar nette Details gewesen. Ich habe hab jetzt eigentlich auch nicht so wirklich auf Spiegel geachtet, aber ich sehe es gerade auch, ja. Ja, ich wollte gerade in den Rückspiegel gucken, um zu gucken, ob das Feuer ausgebrannt ist. War wohl nix. Vor allen Dingen spiele ich, also hab Red Dead Redemption 2 gespielt. Das ist aber kein Ubisoft-Spiel. Das ist ja ein nee, aber das ist ein Detailmonster. Ja, klar. Und da fällt einem das noch mehr auf, weißt du, was ich meine? Eine Story habe ich auch auf meinem Kanal. Das ist geil. Das ist einfach geil, dieses Spiel. Die kam vor GTA 5. Dann habe ich GTA 5 gemacht, dann habe ich GTA 3 gemacht und danach habe ich GTA San Andreas gemacht. Und bei San Andreas mal wieder eine kleine Pause bekommen. GTA. Ich weiß gar nicht, wenn die Folge rauskommt, doch. Noch in die letzten Züge von Revolution Soccer und ab morgen, wenn ich es richtig im Kopf habe, geht es dann los mit Sniper Elite. Das momentan ja kostenlos im PS-Store zu haben ist. Ja. Das sollte man sich als PS Plus Kunde auf jeden Fall mal gönnen. Ja, 75 Ethanol. Ja, ich hab's mir auch gegönnt. Ich fand die Story auch cool. Ich fand es cool, dass man es auch. Das ist ein Taktik-Shooter, also Extrem-Taktik-Shooter. Und man kann es auch im Koop spielen, meines Wissens. Ich weiß nicht, ob es die komplette Kampagne im Koop möglich ist. Oder ob es nur ausgewählte Missionen sind. Das werden wir rausfinden. Ich habe die Kampagne, wie gesagt, die ersten zwei Missionen angefangen. Ich glaube, es sind 8 Missionen oder so. Wir haben ein Problem. Warte. Wir können kein Fahrzeug spawnen. Weil der LKW da vorne steht. Warte. Danke. Jetzt nicht mehr. Hast du Schaden bekommen? Weiß ich nicht. Ich hoffe nicht. Das war auf jeden Fall nicht so geplant. Aber ich wollte ihn wegspringen, das war geplant. Ah, jetzt hängt mein Spiel. Ich hänge im Ladebildschirm fest. Das haben die auch, seit Far Cry 5 irgendwie. Dass man, bei Far Cry 5 war es immer, also bei mir zumindest, wenn ich das erste Mal in den Waffenladen, Fahrzeugladen oder sonst gegangen bin, hat das ewig gebraucht zum Laden. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so war, aber schreibt mal in die Kommentare, wer kennt das Problem? Spawn nicht möglich. Spawn immer noch nicht möglich, warte, bei mir lädt immer noch. Oh Mann. Ich freue mich ja riesig auf Far Cry 6, ne? Aber ich denke, das wird erst für die neue Konsolengeneration rauskommen. Fuck you. Ich wollte hier oben auf dem Berg gerade mal noch zwei Typen angreifen, aber irgendwie war einer mit davon mit Schild. Wo bist du? Oben von tot. Hä, ich hab mich jetzt sterben lassen. Ich komme jetzt wieder zurück. Achso, okay. Ich klaue jetzt irgendwo hier ein Fahrzeug. Ja, das war mein Plan eigentlich ursprünglich da oben. Aber wie gesagt, da oben steht einer, der schwer angeschlagen ist und einer mit Schild. Hier kommt irgendein Fahrzeug. Hey. Ich komme jetzt. Komm, na, da wäre noch Gegner gewesen. Jawohl, ich hab dem Kopfschuss gegeben. Den mit dem Gefangenentransporter. So. Den Vollsatzpunkt nehmen wir mal mit. Aber dann haben wir auch ein Auto. Hier steht aber auch ein Motorrad. Oh. Guck mal, meine ich, hier sind mit. Wir müssen dringend die Waffenbank verbessern, das ist der Wahnsinn. Weil wir machen nämlich echt wenig Schaden an den Gegnern. Weil die Stufe 3 sind in diesem Gebiet hier. Okay. Ich werde die ganze Zeit wieder gesehen von. Den meinte ich eben, der war nämlich schwer angeschlagen, das waren die zwei Gegner. So. Hm.
Ich brauche nochmal Kiro. Da. Aber ist das echt ein Außenposten? Keine Ahnung. Wir werden es rausfinden. Als wir dazu kommen. Ja. Oh, vorsichtig. Ich will mich ja nur beeilen. Da unten ist ein Fluss, ne? Ja. Also ich wünsche mir für Far Cry 6 Motorräder ohne Beiwagen, wo der Partner einfach hinten drauf sitzt. So wie beim Quad. Das wäre viel cooler. Der Beiwagen stört, finde ich. Also Ubisoft, denkt an mich. Ey, da war die Tankstelle. Gerade in Faith-Gebiet reingefahren, wo wir eben über die Faith geredet haben. Aufmachen hier an der Seite. So. Einmal das. Brauchst du Munition oder sowas? Nee, ne? Keine Ahnung, wenn ich viel mit den Links mache. Mit dem Pfeilen. Geht doch schon irgendwie. Eieiei. Oh ja, das ist ein Außenposten. Heiliges Holz, Außenposten. Okay, direkt die Schleuder ausgerüstet. Jetzt geht's ab. Ich werde direkt mal fast entdeckt. Oh, da oben steht direkt einer. Ich hol den direkt mal weg, weil der sieht uns sonst. Zack, der ist down. Da hinten auf dem Wachturm ist auch noch einer. Markiert. Ja, das war der Plan jetzt gerade. Da unten ist noch einer. Ja, du hast eindeutig die bessere Position wie ich. Ich glaube, ich habe alle markiert. Ich glaube auch. Oh, die haben irgendwas entdeckt. Ja, die haben die Leiche entdeckt. Haben die Leiche entdeckt? Vermutlich. Aber wie? Die können die gar nicht entdeckt haben. Doch, du hast recht, die haben tatsächlich die Leiche entdeckt. Ach ja. Schön. Du wurdest entdeckt? Den war ich auch dran gerade. Ja, wo ist also der Alarm? Da hinten. Deine ist schon dran. Verdammt, ich dachte, ich kriege ihn noch. Aua. Ich hab ihn deaktiviert. Ah, hier ist noch irgendwo ein Alarm, glaube ich. Sag mal. Zweimal weniger gerade, kurz weggeholt. Kommen. Hinterhalt!
Schön, ey, das war echt gut. Ja, das Quad habe ich eben gerade noch schnell ausgeschaltet, beide. Schön mit zwei Pfeilen weggesnickt. Ja, das war deswegen ja Hinterhalt. Die haben mich voll auf dich fixiert. Ich bin einmal auf dem Dach rumgeschwungen und dann schön mit dem Sprengpfeil, weißt du, auf das Auto drauf. Sehr gut. Da haben wir das auch soweit. Dann lude ich mir eben noch die Gegner und dann machen wir mal Feierabend für heute. Oh Gott, ja. Den Müll lassen sie auch hier rumliegen. So. Ja. Okay. Wunderbar. Mehr Stimme heißt mehr Papier. Und das sind gute Nachrichten. Also statt ein Stein drin. Ey, das fällt mir ja jetzt erst auf. Man kann die Schleuder ja voll gut benutzen, um Leute abzulenken. Oha. Du hast gerade aber wen getötet. Ja, weil ich dir mit dem Stein gegen den Kopf geschossen hab. Sorry, war keine Absicht. Also schon irgendwie, aber... Naja, wir haben... Markierst du da gerade? Ich weiß nur. Gegner? Nur Leute auf die Ziele. Nee. Achso. Okay. Freunde. Na, ich glaube, dass der Kerl mich nicht mehr so gut leiden kann, aber. Sollen wir nochmal versuchen, nochmal eine Runde machen? Nochmal Außenposten? Hey, also hier, ich würde den nochmal plündern. Ja, auf geht es. Haben wir noch Zeit? Ja, ein paar Minuten haben wir noch. Okay, dann auf geht es. 50. Gut, dann machen wir das eben kurz noch. Dann machen wir dann wirklich Feierabend. Wir müssen langsam ein bisschen dran ziehen. Der Außenposten. Heiliges Holz. Stufe 2. Jawohl. Das Holzfällerlager, das du übernommen hattest, wurde auch wieder von uns zurückerobert. Ja, diesmal lass uns das ohne Alarm versuchen. Mindestens. Hast du gehört? Ja. Ja, das gibt nämlich wieder mehr Ethanol dann. Am besten komplett unentdeckt. Dass sie uns nicht mal sehen. Das gibt am meisten Ethanol. Warte, ich schieß den einen Alarm aus. Ein Alarm ist aus. Sehr gut. An dem war ich aber auch gerade dran, weil ich hier unten auch rumschleiche. Achso, ja. Soll ich den einen Typen da oben auf diesem Balkon wegnehmen? Mach, Snack weg. Ich bin auch gerade dran. Ich stehe schon unten drin quasi. Oh. Aber weißt du, was du kriegen kannst, hau weg. Okay. Nice! Oh. Wir haben die Zeit gleich erschossen. Verdammt, hinter mir! Ich gehe zum zweiten Alarm und schalte so schnell wie möglich aus. Alarm aus! Da hinten ist er. Versuche doch, Junge. Hab ihn. Der Alarm ist aus. Nice! Haben wir alle? Ne, einer muss hier irgendwo da oben. Oh, ist ein Scharfschütze. Oh. Gut, genau. Jetzt haben wir. Alles schön mit der Schleuder. Wenn du bei Gegnern ein bisschen weiter weg sind und der zieht aber drauf, lässt er sie ein bisschen gezogen und ziehst sie dann irgendwann, dann gehen die nämlich durch. Ich bin manchmal ein bisschen zu schnell mit den Pfeilen. Das haben wir doch gut gelöst. Dann passt es nämlich auch perfekt in die Zeit rein. Dann sind wir so um die 20 Minuten bei der Folge. Wunderbar. Na und wir haben wieder Ethanol auf Tasche. Genau so ist es. So, wir haben eben bekommen 100. Wir haben jetzt noch. Plündern 50, sind 150. Jetzt haben wir
400, ne? Kann sein, ja. Richtig im Kopf geschlagen habe, ja. Aber warte mal, kriege ich die jetzt hin? Ein Perspective, der sich schon mal ein bisschen aufbauen kann? Ja, kann ich. Nee, hier liegen Tote. Das sehe ich ja jetzt erst. So, bauen wir mal die Werkbank auf die 2 auf. Das heißt, wir haben jetzt Möglichkeit, ja, Waffen der Stufe 3 hochzuziehen. Hast du es schon aufgebaut? Ja, ja, jetzt gerade. Ja, wunderbar, direkt mal machen. Stufe 3 Waffen. Hm. Also lilane, ne? Ist richtig, ne? Ja, ja, okay, wunderbar. Zack. Endlich. Also, was heißt endlich? Eine Stufe höher wäre noch cooler, aber ich komme schon klar. Machen wir noch. Machen wir noch eine Step by Step. So, Ich finde der optimierten MP5 gesorgt. Nie im Leben. Anscheinend wirklich. Sturmgewehr. Habe ich mit einer MP? Ah, ich muss ja die Werkbank, ne? Ja, ja. Klamotten, Sache. Ich will nämlich die Waffe, die Waffen herstellen. Ich bin an der Werkbank gerade. Ne, ich stehe neben dir. Also, wir haben ja eine Werkbank. Ja, okay, gut. Boah, was nehme ich denn jetzt, ey? Mein Vorteil hat die ganzen Waffen natürlich schon hergestellt, ne? Ich habe meine erste Waffe. Mit 3. Was hast du dir hergestellt? Das Sturmgewehr. Welches? Sturmgewehr. Habt ihr optimiert der AKM? Die mit dem Messer vorne drauf. Die AKMS? Ah, die AKMS, okay. Mhm. Ja, ich bin auch gerade am überlegen, ich glaube, ich stelle mir die auch her. Oder? Ja, komm, wenn du die AKMS hast, nehme ich die MP. Ah, scheiße, wir haben noch nicht genug Waffenmaterial, um den Sägeblattwerfer der Rufstufe 3 zu holen. Gut, aber dann müssen wir trotzdem mal Feier machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder auf jeden Fall bei Let's Play Far Cry. Und dann... Oh, du Spielzeug. Und dann... Ja, machen wir auch vielleicht wieder ein bisschen Story. Ich weiß es noch nicht, was so auf der Karte ansteht. Weil ich würde sonst gerne hier auf Sharky Bushar gehen. Ja. Und dann gucken wir mal. Die Experten. Das ist gar nicht mal so blöde. Ja, machen wir das dann noch. Danke, gut, dann sehen wir uns wieder. Bis dahin und tschüss. Ciao, Leute.